Freemake Cup 2015 heißt natürlich wie jedes Jahr, wir gucken auch auf andere Sportarten. Und jetzt gucken wir heute auch auf eine Sportart, nämlich Kunstradfahren. Und alles, was sich auf zwei Rädern sportlich abspielt, da ist der RSC Niedermin, eine Hochburg bei uns. Thorsten Möller ist der erste Vorsitzende. Thorsten, herzlich willkommen bei uns. Wir haben ja im Oktober, am 16. 17. Oktober, die Deutsche Meisterschaft im Hallenradsport hier bei uns in der Kreissporthalle Lübbecke. Was gibt es da alles zu sehen? Ja, das ist Hallenradsport vom Feinsten. Das ist einmal Einradfahren, Kunstradfahren, Radball und Radpolo-Sport wird da geboten. Wie groß muss man sich die Veranstaltung vorstellen? Wie viele Leute erwartet ihr? Deutschland ist immer noch richtig weit vorne im Radsport weltweit, im Hallenradsport? Ja, im Hallenradsport zählen wir mit zur Weltspitze hin und wir hoffen natürlich auf euch, auf eure Zuschauer, die hier jetzt ein bisschen Interesse geweckt bekommen, dass die auch kommen und ich hoffe mal so auf 1500 Zuschauer an beiden Tagen, das wäre schön. Schon eine ganze Menge. Simon Puls wird heute auftreten bei uns. In einer guten halben Stunde wird er bei uns sein. Er kommt aus Detmold, startet für Lieme und er ist fast noch frisch gebackener Vize-Weltmeister. Also wir dürfen uns auf einen echten Könner freuen. Ja, also das wird auf jeden Fall ein Highlight hier. Der wird euch einmal den Hallenradsport in seiner feinsten Ausführung schon mal darstellen. Ich glaube, er kommt auch gerade rein. Simon, komm mal schnell zu uns. Ja. Okay, herzlich willkommen, Simon Puls. Ich gebe mal das Mikro eben rüber. Ja, erzähl uns noch schnell, Simon, was zeigst du uns heute in Lübeck, in der Kreissporthalle? Komm noch ein Stück rüber. Ja, ich zeige einen Teil von meiner Kür. Ich versuche mal ein bisschen das Akrobatische, ein bisschen die Leistung in den Raum zu stellen und dann versuche ich das Publikum auf meine Seite zu kriegen und so ein bisschen zu begeistern. Ich glaube, das wird dir gelingen. Du bist Vize-Weltmeister, du warst schon Deutscher Meister. Wie viel trainierst du pro Woche? In der Wettkampfsaison mindestens 5-mal die Woche. Okay, da steckt also schon richtig allein, Musik drin. Allein das Training in der Halle und dann kommt noch Zusatztraining natürlich außerhalb der Halle dazu. Alles, was man so vom Fußball auch kennt, was Fitness angeht. Wir sind sehr gespannt auf dich. Simon, vielen Dank und wir sagen toi 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 nachher auf eine schöne, wunderschöne Nummer. Wir machen richtig die Halle dunkel mit Licht und so weiter. Wir freuen uns alle wahnsinnig drauf. Danke an dich. Wir sehen dich wieder am 16. 17. Oktober, Deutsche Meisterschaft Hallenradsport. Hier in Lübbecke. Kommen, liebe Leute, hier dann in die Halle und danke auch an Thorsten Möller vom 1. Niedermin. Ja, vielen Weiter Dank. Geht's mit Arminia und dem VfL Wolfsburg.